Siehe an, im grünen Rasen sitzen lila Osterhasen. Wie doch hier ein jeder sieht, dass es lila Hasen gibt. Diese besonders fleißig sind, so im Wald bei kühlem Wind. Sie treiben Sport und bemalen Eier rechtzeitig vor der Osterfeier. Alle Hasen dabei schmunzeln und dabei die Backen runzeln. Mancher trägt ein Osterei, ein anderer hat die Hände frei. Jeder hat etwas zu tun und kann sich da nicht weiter ausruhen. Sie sollen ganz besonders sein und legen Schokolade in die Osternester rein. Man sollte sie rechtzeitig buchen, will man Ostern Schokolade suchen. Nicht jeder Hase ist so gut, dass er viel Süßes in die Osternester tut. Wenn man da viel Schokolade will, hält da kein Osterhase still. Rechtzeitig am Ostermorgen müssen die Hasen dies besorgen. Alles wird dann gut versteckt, was die Lust zum Suchen weckt. Hat man ein Osterei gefunden, ist es im Sammelkorb verschwunden. Jeder macht sein Körbchen voll und alle finden das dann toll. Man kann nicht genug Süßigkeiten haben bei den vielen Ostergaben. Schokolade, Marzipan und bemalte Hühnereier, alles findet man zur Osterfeier. Ist das Osterfest vorbei, hat der Osterhase wieder frei. Er tümmelt sich im Wald umher und bemalt keine Ostereier mehr.